aber. Würde ich auch gerne hier weg. So. In einer Kammer mit irgendeinem sechseckigen Tisch in der Mitte. Kann ich drehen, okay. Ich mache erstmal kurz Licht, ja? Ganz viele Skulls hier um mich rum, sehr hübsch. So, ich kann jetzt wahrscheinlich hier runter. Sehr nett. Ach, da kann ich auch mal runter. Hübsch, hübsch. Hübsch, 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 hübsch. So. Da kann ich nicht durch. Anscheinend eine Wand. Ach. Ja, auf dem Tisch erkenne ich nicht viel. Da sind nur so sechs Spitzen, die zur Mitte zeigen. Das ist aber wie so ein Anker, so ein wie ist das? Split? Und ich kann das jetzt, kann den Anker jetzt lichten oder so. Hast du irgendwo ein Zahnrad? Ich brauche ein Zahnrad, um hier durchzukommen. Nee, aktuell nicht. So, das dreht sich jetzt zurück. Also, ich kann mich auch nicht bewegen so lange. Okay, interessant. Soll das so? Okay. Gut, dann gehe ich mal wieder hoch. Irgendwo muss man ein Zahnrad kriegen. Dann kann ich nämlich die Story aufmachen unten. Also das, was ich hier habe, ist quasi so ein Drehkreuz, mit dem ich irgendwas anmache. Ich sehe aber eine Schatzkarte hier unten. Ja. Vielleicht ist da ja das Zahnrad. Auf dieser Schatzkarte. Ein Grab. Nee, ich weiß keine Ahnung, was ich sehe. Jetzt auf jeden Fall ein großer Platz mit einem großen Baum. Und in die nordöstliche Richtung ist so ein Tor mit einer großen Eule. Da musst du aber nicht hin. Du musst in den Südosten. Das sind so verschiedene. Ich weiß nicht, ob das Gebäude sind oder ich glaube, es sind bestimmte Teile vom Friedhof. Ja. In den. Das heißt, wenn du vom Eulentor ausgehst, ist es der zweite. Das Eulentor. Ja, vielleicht. Oder vielleicht geht's zum großen Baum. Vielleicht ist das einfach zu erreichen. Bei dem Baum bin ich. Also wenn beim das Baum der bist ist. Du. Okay. Ja, wahrscheinlich. Kannst du denn von da aus das Eulentor sehen? Dann kann ich damit die Richtung. Nö, okay. Also vorm Baum müsste irgendwas Rundes, Großes sein. Das ist hier als was Rundes, Großes, Weißes eingezeichnet. Ja, das ist das, wo ich vorhin die Platten ausgetauscht habe. Okay, das heißt, wenn du am Baum stehst und in die Richtung dieses runden, großen Dingens guckst, dann müsstest du theoretisch das Tor sehen. Und dann gibt es nach ein bisschen weiter rechts davon den ersten Teil vom Friedhof und noch weiter rechts davon den zweiten Teil vom Friedhof. Und zu diesem zweiten Teil müsstest du hin. Wenn du vom Baum dich ganz nach rechts drehst, müsstest du theoretisch drauf zulaufen. Hier ist das Eulentor. Ja, die Eule ist über dem Eingangstor vom Friedhof. Genau, genau. Ja. Möchtest du anfangen, wenn du vom Eulentor wegläufst oder wenn du zum Eulentor hinläufst? Dann renne ich jetzt vom Eulentor weg. Weg, okay. Auf das große, runde Teil genau, in der Mitte zu. Genau. Halt dich mal links, weil dann kommt irgendwann der erste Abschnitt zum Friedhof mit den Gräbern. Ja. Den ignorierst du und du musst zum zweiten Abschnitt. Da müsste noch vielleicht so eine kleine Mauer noch kommen, dass du erst eine Treppe runter musst und dann links rein. Ja. Und da sind verschiedene Gräber. Da müssten, wenn du zu dem Teil des Friedhofs kommst, müssten links drei Gräber hintereinander sein. Ja. Die ignorierst du. Du musst zur rechten Seite. Ja. Und da sind ganz vorne drei Gräber. Und das mittlere, das müsste es sein. Also ich gehe davon aus, dass da drei Gräber sind, weil auf dem einen ist wahrscheinlich das Kreuz gemalt. Also ganz vorne an so einer Mauer ist da ein Grab und noch ein bisschen weiter hinten. Mhm. Und dazwischen ist das goldene X. Vielleicht kannst du da was... Zwischen den Gräbern? Ja, also ich weiß halt nicht, ob es auf einem Grab ist, aber wenn du halt reinkommst zu diesem Teil des... Warte mal, hier kann ich graben. Das klingt doch nach was. Was habe ich denn jetzt gefunden? Hat irgendwas geklackert. Ich habe eine Karte gefunden. Ah, okay. Da steht was drauf, wo ich mich nichts mit anfangen kann. Also da ist... Pfeile oder so? Nee. Nee. Da steht eine 14 drauf. Mhm.
Darunter steht 1 gleich Klammer auf. Oh Gott, warte. Also, warte. Sekunde. Zettelwirtschaft. Also 14 und dann? Steht oben, ja. Darunter steht eine 1, dann gleich Achso, ja. Klammer auf. Darunter 3 gleich 3 Klammer auf. Also 3 offene Klammern. Ach so, okay. Und darunter 5 gleich, sind 5 offene Klammern. Wer hätte es gedacht? Ja. Dann 10 gleich 0. Null, ja. Und 40 ist viermal die 0. Okay, ja, verstehe ich. Das war's. Okay, die 14 wäre dann ja 0 CCCC. Weil es scheint ja nicht nach dem System zu laufen wie lateinische Zahlen, dass die nur dreimal hintereinander auftauchen dürfen. Wenn ich 14 schreiben muss, wäre es ja theoretisch 0 und dann viermal das C. Ja. Eigentlich. Frage ist, wo muss das jetzt hin? Ja, das ist der Question Mark. Aber hier ist ich glaube, hier ist ein Tor aufgegangen. Sehe ich jetzt erst? Dann gehe ich da mal durch. Vielleicht ist das ja. Mache jetzt erstmal hier Licht an, damit ich weiß, dass ich hier schon mal war. Hier ist schon mal eine kaputte Tür mit einem lustigen Zeichen drüber. Cool. Kann ich hier irgendwo Licht machen? Hier sind ganz viele Türen mit lustigen Zeichen drüber. Okay. Schön, Doch nicht weniger. ja. Okay, schön, ja. Ja, sehr gut. Ah, ich brauche wohl Spitzhacke wieder, glaube ich. Ich glaube, ich muss die Brauchst du einschlagen. Spitzhacke? Glaube schon. Komme zum Brunnen. Interessant. Und hier diese Zeichen, die bestehen alle aus so leicht angeschrägten Linien und Kreisen. Aus unterschiedlich vielen. Manchmal sind es zwei Kreise und zwei Klammern. Und ich weiß ja, ich brauche einen Kreis und vier Klammern. Und ich glaube, ich weiß auch schon, wo das ist. Sehr Du cool könntest noch mal den gemacht. Zettel runterschicken, weil ich kann hier oben damit eh nichts machen. Freue ich nicht. Ich Okay. möchte erstmal wissen, ob das so geht. Zwei, vier, fünf. Also klar, ich kann falsch liegen, aber bisher, wenn die 14 die Zahl ist, hole ich mir mal eben die Spitzhacke, die ich nicht mehr habe. So. Okay, ich mache jetzt nur mal 14 kaputt. Ich hoffe, das stimmt. Hoffen mal, dass die 14 auch das ist, was wir brauchen. 14 hat eine Klammer und eine 0 und 4 Klammern. Eine 0, 4 Klammern. So, dann machen wir auf. Ja, war richtig. Schön. Ich liebe es, smart zu sein. Ich habe meine Momente. So, ich sehe wieder ein X auf einer Karte. Diesmal ist es der erste Bereich hinter der Eule. Also wenn du vom Eulentor losgehst nach links, ist es der erste Bereich im Friedhof. Kannst mal So. Bescheid sagen, wenn du da ankommst. Ja, bin im ersten Bereich, ja. So, dann gehst du ganz hoch und ganz, ganz nach links. Vor dir müssten irgendwann zwei, vier, fünf Gräber sein, aber noch weiter links von den Gräbern kannst du graben. Bisschen ein Stückchen weiter vorne noch. Siehst du die Jetzt fünf richtig. Gräber, die quasi also längs von dir weg zeigen, also nach hinten hindurch? Warte, ich gehe nochmal vom Eulentor nach links, ja? Ja. Und dann auf die erste Ruhestätte. Ja, anscheinend. Dann ganz hoch. Du kannst zwei, ich glaube, zwei Treppen sind das wahrscheinlich. Ja. Ganz oben nach links. Und noch weiter links als die Gräber und ein Stückchen weiter vorne müsstest du graben können. Hier nicht graben. Ach so, vielleicht weil du die Spitzhacke nicht hast.
Kann das sein? Das kann sein. Ich bring dir die mal zurück. Vielleicht geht das deswegen tatsächlich ja, nicht. Ja, stimmt, hier ist ein Hügel, ja. Mhm. Kann man ja auch nicht mit der Hand machen. Der schwere Steh, den kriegt man nicht weg. Mhm. So, ich hab dir die wieder in den Eimer gepackt. Kann nicht jeder seine eigene Spitzhacke haben. Ja. Wir müssen die Spielzeit strecken. Er den Hügel, aber ich kann, er gräbt nicht. Hm. Wieso gräbt er nicht? Weiß nicht. Rummel da mal ein bisschen rum. Bleib mal ein bisschen im Kreis. Vielleicht ist ach, jetzt. Versetzt. Ja. Ah, gut. Jetzt habe ich wieder die 23, haben wir jetzt. Die 23, okay. Gleiche System. Ja, ich renne los. 23 wäre. Ich habe einen Zahnrad, 2 Nullen. Wo ist das denn her? Und 3 Cs, okay. Also 2 Nullen. Zahnrad, euer nicht. Ja, damit komme ich hier Nullen. Weg. Ciao, Kakao. 2 Nullen. 2 Nullen und 3 Klammern. 2 Nullen. Ich gehe schon mal wieder zum Eulentor. 2 Nullen. Nein. 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 2 Nullen, 3 Klammern. Nein. Zwei Klammern, eine Null. Nein. 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 Was denn? Ruf. Bei Null und drei Klammern, da. Achso, ich brauche ja wieder die Spitzhacke, ich bin dumm. Naja, die ich dann gleich wieder brauche, weil. Ja. Vergessen. Den Schnee nicht wegschippen kann. Mhm. Hallo. Ja, hallo. Durch. Alter, mit welchem Karacho, dass er hier runterkommt immer, ne? So, okay. 23 it is. Da. Ah, ein Zahnrad. Brauchst du ein Zahnrad? Ich hab eins. Ich warte mal, ich guck mal, ob ich meins hier unten einsetzen kann. Ja, ich kann meins auch noch irgendwo einsetzen, vielleicht. Ja, das, muss ich echt weit zurück dafür, ey. Ja, du musst auch noch eins einsetzen, wahrscheinlich auf der anderen Seite von dem Gitter. Ja. Ach, da bist du. Hallo. Hallo! Warte, aber ich bin noch nicht bereit. Ich muss erstmal eine Fackel weglegen. Nice. Schön. Ja, easy. Und du? Easy. Ja, jetzt gehen wir da raus, ne? Da geht's raus? Ne, da geht's anscheinend nicht raus. Hallo, wir sind zu zweit. Da kann man doch durchkriechen, ey. Bäh, jetzt hast du ja auch die Spinnen hier. Viel Spaß, ey. Na, so sah das bei dir aus. Mhm. Das ist ja schön. Mhm. Sehr heimelig. Kommen wir denn jetzt hier wieder raus? Gar nicht. Ah, anscheinend. Ja. Hm. Mal naja, rumgucken. War schön. Sterbe ich zumindest mit dir zusammen. No. Gibt Schlimmeres. Guck halt gerade, ob wir irgendwo. Ach, da bist du. Erwischt. Erwischt. Ah, nicht. Ja, hier geht's nicht weiter. Nee. Aber schön, dass du mit hochgekommen bist. Das ist wahrscheinlich das schwerste Rätsel von allen. Oh Gott. Kannst du das ja kaputt schlagen? Nee, geht wahrscheinlich nicht, ne? Nee, hab schon versucht. Hm. Hä? Komm mal wieder hier hoch. Ja, komm hier hoch. Diggi. Komm hier hoch. Hast du mich genannt? Diggi. So. Hm. Tja, dass es nicht geht. Ein Schalter, den man zu zweit umlegen kann oder so. Wo ist denn das dann gut? Hm. 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 Ach so, wir können das Ding jetzt zu zweit drehen, bestimmt hier hinten. Komm mal hier hin. So ein Ding?
Wo bist du? Hier, warte. Ja, ja. Dann müssen wir das zu zweit drehen, den Anker. Das hier. Was hier, welche Richtung? Keine Ahnung. Kannst du bitte mithelfen? Hallo, wieso? Drück jetzt! Hm. Ich drücke auch mit meinem Bauch, weil in der Hand habe ich die Fackel, dann ja. Hat das vom Gerät. Okay. So, erstmal Scheiße wegpacken hier. Ich checke halt nicht, was wir machen müssen. Irgendwas, irgendein Timer läuft dann ja offensichtlich. Aber hier öffnet sich halt einfach nichts. Ich frage mich, wo sich was öffnet. Einer könnte vielleicht gucken gehen. Ich kenne mich hier. Sich nicht? Nee. Willst du erst mal drehen? Ich kenne mich hier besser aus. Ich kann mal schnell gucken gehen, ob sich irgendwo. Warte mal, ist das hier geschlossen jetzt? Guck mal, wir können hier nicht mehr durch jetzt. Dann müssen wir hier irgendwo rauskommen. Ja. Jetzt haben wir aus falscher Richtung oder so gedreht. Nein, oh, auf. So gedrückt halten. Jetzt schiebt sich halt das nur zurück, ich komme auch nicht mehr weg und so. Kann nichts machen. Auch nichts mehr machen. Das. Hä? Ja. Das hier. Jetzt markiert die Stelle. Müssen wir das vielleicht so lange drehen, aber die. Aber wir müssen immer anfangen, obwohl man dreht ja komplett zurück, glaube ich, ne? Warte. Ja, man kann nicht wieder, wenn man aufhört zu drehen, kann man nicht wieder anfangen. Ich dachte sonst, vielleicht muss man das stückchenweise drehen, damit die Pfeile irgendwie nicht zu weit nach außen zeigen. Die gehen ja immer weiter irgendwie nach außen, wenn man dreht. Immer in die andere Richtung. Beobachte du mal, was da drauf passiert. Die Pfeile, Pfeile legen sich hier um. Kannst du jetzt auch noch drehen in irgendeine andere Richtung? Da drüben bei dem Hebel? Mal. Genau, vielleicht so. Aha, aha, aha. Das ist ja mal. Nee. Habe ich jetzt was genommen? Habe ich jetzt irgendwas? Nö. War jetzt auch schön. Nehmen. Ich hab was. Ah, okay, was hast du denn? Oh, ein Riesending. Keine Ahnung. Ja, was soll ich denn jetzt damit machen? Können wir jetzt Frisbee mitspielen, ne? Ja. Das ist richtig schön praktisch. Ja, schön. Ach, das hier, guck mal, das hier ist aufgegangen. Okay. Ich kann das nicht mal aus der Hand nehmen. Ich muss es mit mir rumtragen. Ich sterbe damit. Oh, ja, hier ist leider nichts. Oh. Was? Mit meinem Ding sind wir da durchgekommen. Hä? Wo sind wir? Hä? Aber das war doch... Okay, das war eine richtig bekloppte Ladestelle. Was war das denn jetzt? Vor mir war doch Erde. Wie sind wir denn jetzt hier rausgekommen, bitte? Was für ein Bullshit. Naja, wir beschweren uns nicht, ne? Das ist so ein Ding, was in dieses Riesenteleskop muss. Dafür müssen wir den ganzen Weg, glaube ich, erstmal wieder zurück. Das muss, glaube ich, erstmal in dieses Riesenteleskop, wo wir die drei Sachen für finden müssen. Wo war hier das lang, glaube ich. Ich habe hier lang. Ich bin nicht so schnell mit dem Ding. Ich weiß. Ist okay. Oh, kannst hier platzieren. Ah, okay. Und los, kannst du wieder nehmen. Ja, wir müssen jetzt hoch, dass du anbringen. Komm. Du musst auch. Mach doch selber. Geht aber nicht. Ja, Pech. Ich denke, wir müssen das anbringen. Sonst können wir das nächste nicht lagern, weißt du? Wenn wir das ein zweites schon holen, dann können wir das nicht lagern. Ja. Denke ich. Hallo. Hallo. Du. Ja. Jo. Jo. So.
Dann setzen wir das mal ein, wa? Ja, glitzt schon mal durch die Tür. Plutsch war er weg. So. Eine Linse gefunden. Kommst du mal schneller, bitte? Kommt die denn hin? Da? 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 Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich egal. This here. Egal. Hallo? Ich sehe nur rot. Also ich sehe rot. Ich auch. Und du? Ist jetzt wieder raus? Ja, wir müssen wieder runter. Wieder runter. Wieder runter. Na toll. Mhm. Wir hätten auch zwei mitnehmen können. Ja. Nee, weil ich glaube, ich weiß nicht, ob wir die ablegen können. Wir haben aber nur eine Ablagemöglichkeit auf dem Floßding da. Ja, stimmt ja. Man kann ja keinen. Schalter kann man nicht alleine betätigen. Mhm. Sag mal. Wir waren kurz eine Person. Ich dachte da zuerst. Willst du mal sagen? Ja, ja. Das sagen sie alle. Ich habe bestimmt so ungefähr die Hälfte des Spiels, ey, uff. Würde ich dafür geben, wenn ich dich jetzt hier runterschubsen könnte. Einfach mal den Eiranger machen. Ach ja, mit dir befreundet zu sein ist auch sehr speziell. Super Zoom. Super, 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 super Zoom. Was ist denn mit den Vögeln los? Bin ich hier bei Hitchcock oder was? Bei den Pieps voll. Ja, also hochgehen und verscheuchen. Wo sind wir denn hier? Ich finde, die Vögel können auch weg. Was ist denn hier? Ich gehe jetzt hier lang. Da, 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 hier gibt's nichts. Kannst du bitte aufhören, Weihnachtslieder zu singen? I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas. Zünd dich an. Die ging aber nicht so. Hey, anders in Erinnerung. So. Wo waren wir denn? Jetzt waren wir hier oben. Ja, da waren wir oben. Okay, dann gehen wir mal in eine andere Richtung, wa? Wo bist du? Ich hab mich versteckt und du musst mich suchen. Dann, wo bist du? Ich hab dich schon gesehen. Kommst du bitte her? Ich geh schon mal vor. Da bist du. Ich geh jetzt zum Schiff. Zum Schiff? Ja, ich geh jetzt aufs Schiff. Warte ein auf dich. Mächtiger Pirat. Oh. Ja, ja. Was muss ich mich noch neben dich setzen? Morgen bin ich erstmal Navigatorin. Was lustig ist, denn die ganze Kleidung vom Renovieren liegt überall verteilt und ich weiß gar nicht, was ich beim Cosplay morgen anziehen soll. Lol. Nackt. Habe ich schlau gemacht. Hallo, hallo? Hallo. 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 Guck doch mal. Guck doch mal. Ui, die nächste Fahrt geht rückwärts. Bitte alle anschnallen. Du, 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 du. Oh, hyper, hyper. Das ist der beste Moment, ne? Das ist der beste Moment. Oh. 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 Tut sich einfach gar nichts. Oh. 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 Okay, ich hab nichts gesagt. Alter. Da kommt die Framerate nicht mehr mit. Der PC ist so. Die Show muss jetzt reichen, ne? Ich guck jetzt zu dir nach rechts und mach. Ja. Uff. Find das auch zum Brechen. So. Das kann ich nicht machen. Die Map muss erstmal laden hier, ey. Alles ruckelt und zuckelt. Was haben wir denn hier? Oh. Tote. Hast du schon wieder wieder umgebracht? Oh. Ich hab den Helm abgenommen. Oh, das ist einer von uns. Oh nein, er sitzt in. Ach nö. Das hast du dir selber zuzuschreiben, mein Freund. Ich weiß schon mal, wer unter Wasser geht.
Kann ich das wieder absetzen? Nein. Ich hasse unter Wasser sein. Ja, das kommt jetzt davon. Also unten ist ein Kraken, der auf dich wartet. Ne? Also man soll nicht zum Kraken, glaube ich. Das ist ein Riesenkrak, der wartet da auf dich. Ja. Ja. Gut. War schön, dich gekannt zu haben. Mach das hier. Oh je. Bist du schon mal ertrunken? Oh nein, das geht wirklich unter Wasser. Wo bist du denn? Du läufst schon wieder weg, oder? Ich bin in so einer Kapsel, ich komme ja auch nicht mehr raus. Ja, Mensch. Aber hey, es ist nicht so schlimm, wie wenn wir dich unter Deck einsperren und du dann ersäufst, weil das Schiff untergeht. Nicht ganz so schlimm. Wie geht's hier rein? Nur bleibt wohl nichts anderes übrig. Okay. Das Spiel einfach die ganze Zeit ruckelt. Zu viele neue Map auf einmal. Bin jetzt hier drin, das musst du wahrscheinlich irgendwas drücken. Ja, machen wir gleich. Erstmal umgucken, beziehungsweise das Spiel muss erstmal laden, das ist noch nicht so weit. Aber wenn es rot ist, in Nähe des Totenkopfes, ist das nicht so gut für mich. Okay, das verstehe ich. Boah, kann die Map bitte jetzt auch mal was machen hier? Ist ja schlimm. Na dann. Oh nein, was hast du gemacht? Ich will nicht unter Wasser, oh nein. Das ist so auch ein panischer Moment für mich. Ich würde, glaube ich, nie tauchen, ey. Nee, könnte ich auch nicht. Könnte ich auch nicht. Wir müssen die Sachen irgendwann normal spielen, ey. Ja, ich kann sonst nichts machen eigentlich. Ich kann dich nur wieder hochholen. Also fall nicht in den Abgrund, da lauert der Kraken. Stand da auf dem Zettel. Ich habe hier ein Drehrad, da ist ein Pfeil dran mit so einer Schlange drumherum. Mhm. Oh, ich kann meinen Sauerstoff auffüllen, das ist schon mal gut. Ah, hier ist die Tür aufgegangen. Ja, okay, heute auch mal Aufsichtsplatz gleich meinen Kopf. Ach, da ist doch ganz viel Platz in dem Kopf drin, du. Also das ist... Das kann ich jetzt... Kann ich auch nicht mehr interagieren. Warte mal, ich geh mal weiter. Das ist richtig was für mich. Richtig Spaß. Ah, ich bin jetzt unter Wasser. Also ich guck von außen zu. Ich bin nicht unter Wasser, aber... Okay. Die nächste Tür aufgemacht hier unter. Die Map ist einfach so groß, das Spiel kommt gar nicht klar. Okay, ich habe jetzt mehrere Maps... Mit lustigen Tieren und Sachen drauf, okay. Band. Ja, interessant. Ja. Ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschiedene, 7 verschiedene Maps. Okay. Bei der wir dann gleich mal so gucken müssen, was da tun muss. Ich habe hier ein komisches Tier. Sieht aus wie ein Strauß. Also vom Körper her und vom Kopf her ist es eine Ziege oder irgendwie sowas. Ja, das ist bei mir rot und da ist ein großes Ausrufezeichen dran. Ich glaub, negativ, ich... ne? Eher negativ, ja. Ach das, nee. Nee, du hast zu Fall, sind sehr viele verschiedene Tiere. Tiere steht allgemein mit Ausrufezeichen dran. Also am besten nicht begegnen oder so. Mhm. Wie nicht begegnen? Könnte tödlich sein halt, ne? Muss nochmal hier zum Sauerstoff gehen. Mal gucken, wann ich dich ja irgendwie wieder rausholen muss oder so. Wieso habe ich ja hier die Möglichkeit, am Anfang Sauerstoff nachzuholen. Okay. Das heißt nicht begegnen, soll ich jetzt... Ich weiß es nicht. Es steht da nur mit so einem Ausrufezeichen. Boah, die Map ist so groß hier. Ich hoffe, die Zuschauer kotzen nicht. Ja, ich kann... Oh Gott, ich habe hier wieder so ein Rohrsystem, ey, ich breche. Ich habe hier auch, jetzt habe ich hier einen Anker, ich mach das einfach mal. Ich habe auch so lustige Symbole, ich habe keine Ahnung. Einmal betätigen, tatsächlich. Ich ändere hier lustige Rohre, aber ich weiß nicht wozu. Aktuell. Wahrscheinlich kriegst du keinen Sauerstoff mehr gleich, lol. Du bist ja ein lustiger Geselle, Roffel. Vielleicht kriegst du keinen Sauerstoff mehr. Roffelkopter. L-O-L-O-L-O-L. Das ist ein Pfeil in die Richtung.
Ich habe leider noch, keine Ahnung, was wir tun müssen. Ich weiß nur, ich habe ganz viele geschlossene Tore und weiß nicht, wie ich sie öffne. Gott, ich hab gleich keinen Sauerstoff mehr. Ich krieg gerade Panik. Panik. Und ich könnte dir helfen. Mach ich aber nicht. Nee, ich weiß nicht wie. Raufelkopter. Also ich habe mehrere Symbole. Beispiel so ein plattgedrückter Fuchskopf, was so ein bisschen aussieht wie so eine, Schraubenschlüssel ohne Griff in Rot. Ich habe sowas das Ganze nochmal seitlich. Ich habe dann so zwei Rauten als Symbole. Ich habe ein Karo, oder sowas, nur die Ecken von dem Karo sind ausgefüllt. Also ich habe keinen blassen Schimmer aktuell. Ich kann mehrere Rohre umstecken. Und ich kann die halt, ich sehe halt die Map, du läufst wahrscheinlich, aber ich habe ja keine Ahnung, wo du hin musst. Also auf den jeweiligen Maps sind immer auch diese Symbole, die ich hier in Rot habe. Aber Tiere sind schlecht, hast du gesagt, ne? Die sind als rot gekennzeichnet, mit Ausrufezeichen. Es wird wahrscheinlich nichts Gutes sein. Ich habe so eine Ziege mit Flügeln und Schneckenhaus. Ja, die sehe ich vor mir. Da müsste in der Nähe irgendwo ein Rohr sein mit so einem Symbol, mit diesem Schraubenschlüssel ohne Griffsymbol. Vielleicht kannst du damit interagieren. Es müsste, ich weiß nicht, aus welcher Richtung du jetzt gekommen bist, aber du bist auf einer Map, die einen langen Gang hat und am Ende so einen U-Turn macht. Also dann geht man so rum, ganz rum. Ich hab hier ein rotes Symbol mit einem Karo drin. Hast du das irgendwo? Ja, das habe ich irgendwo. Kannst du da irgendwas machen, weil dann krieg ich hier Sauerstoff wahrscheinlich. Weiß nicht, was ich da machen kann. Warte, ich schau mal. Also ich habe das Rohr jetzt verbunden, was dahin führt. Ich muss mal gucken, wo ich noch was verbinden kann. Da hinten kann ich halt was nicht verbinden. Nee, das ist noch abgeschlossen, das Tor. Da komme ich noch nicht hin. Warte mal, ich habe gerade ein Tor geöffnet. Jetzt habe ich fast keinen Sauerstoff mehr. Ich muss mal kurz zurück. Ja, das auf jeden Fall kriegst du... Du müsstest Sauerstoff kriegen, da wo zwei kleine, schmale Rauten sind. Das ist aber in einer anderen Map. Das ist, Ich habe schon Sauerstoff geholt. Okay. Ich habe immer, wenn ich eine Tür öffne hier unten, verliert er richtig schnell Sauerstoff. Das habe ich jetzt gerade gemacht. Okay. Was war zum Glück, hat mich das zum Anfang zurückgeführt. Ich glaube, da wo der Anker ist, ist wahrscheinlich da, wo du angekommen bist. Und da ist ein Rohr mit Sauerstoff, das leuchtet bei mir. Das müsstest du theoretisch benutzen können, mit so zwei langen Rauten drin. Mit so, zwei langen Karos. Ist hier Das ist an bei mir. Ah, jetzt ist hier ein anderes Rohr an. Tatsächlich. Siehst du ein Symbol bei dem Rohr? Nee, aber ich hole mir mal kurz Sauerstoff. Ja klar, siehst du. Verschieben sich hier die Gänge, das ist ja richtig Keine mein Ding. Keine Ahnung, ich weiß es leider nicht. Komm mit. Das sehe ich alles nicht. Ich habe halt einfach gar keinen Plan, wo du hin musst und was ich tun muss. Ich weiß, ich muss Rohre verdrehen, damit du überall irgendwo Sauerstoff kriegst, aber nie eine Ahnung, wo du bist. Alle Tore hier sind irgendwie zu. Irgendwas müsste sich ja eigentlich geöffnet haben, wenn du da hinten auch Tore aufgemacht hast, aber bei mir irgendwie nicht. Irgendwie ist ja einfach mal hier lang. Alles noch zu. Hier ist eine Sackgasse. Okay. Eine Sackgasse? Mhm. Ich weiß halt auch nie, wo ihr was hinführt, aber ich weiß nicht, wo du bist. Versuch mal zu beschreiben, wie der Gang so aussieht bei dir. Ich bin jetzt ja quasi wieder bei dem komischen Ziegenvieh mit Flügeln und Schneckenhaus. Ja, hat das so einen plüschigen Schwanz mit mehreren Federn? Oder hat das eher so einen Katzenkopf und einen langen, dünnen Schwanz? Katzenkopf würde ich jetzt nicht sagen. Ja, es hat so einen langen Schwanz, der nach unten hängt. Ja, okay, dann weiß ich, wo du bist, grob. Ja, da musst du irgendwie um die Ecke rum irgendwo. Wo genau, weiß ich auch leider nicht. Und dann kämst du wahrscheinlich zur nächsten Map. Vielleicht. I don't know.
Ich wünschte, ich wüsste das. Bin halt hier wieder bei einem Tor, da kann ich aber nichts dran machen. Und ich bin hier wieder bei dem Rohr mit dem Karo-Symbol, mit dem roten. Ich muss mir mal Ja. wieder Sauerstoff holen. Ich habe halt wirklich gar keine Ahnung, was du machen musst. Muss ich da theoretisch durchlotsen, aber ich weiß weder, wo du bist, noch wo du hin musst, noch was du tun musst, wenn du sagst, du kannst auch nirgendwo was machen. Ja, ab und zu kann ich die Tür aufmachen. Ja, Aber vielleicht sonst kann schon ich gut, nichts aber machen. kann ja auch einfach gar nichts tun. Aktuell. Solange sich hier Wenn keine Türen öffnen, kann ich nirgendwo Sauerstoff hinbringen, glaube ich. es kein Hebel oder so umlegen, hast du gesagt, ne? Nichts gefunden bisher. Such die ganze Zeit Möglichkeiten, irgendwie dir noch woanders Sauerstoff zu bringen. Aber ich habe nichts gefunden bisher. Verändert sich hier immer. Das ist ja krass. Was denn? Ich bin gerade von der Richtung gekommen, da ist jetzt zu. Oh, okay. Habe ich vielleicht was geändert? Ist jetzt wieder offen? Ich bin gerade weitergelaufen. Jetzt bin ich bei einem Ventil mit einem Anker. Das hatte ich aber schon gedreht. Aha, okay. Und da geht's aber nicht weiter. Nee, das ist eine Sackgasse. Eine Sackgasse. Ich weiß halt so gar nicht. Wo bist denn? Gerade sehe ich nix. Okay. Jetzt bin ich wieder bei dem Schneckenviech. Ja. Irgendwo müsste es da eigentlich ein Rohr geben mit so einem Zeichen dran auf der Map, wo du gerade bist, irgendwie. Ein Fuchszeichen, beziehungsweise mit, ja, so vier Dreiecken, sagen wir so, vier Dreiecke. Ich habe hier noch ein Ventil gefunden, das mache ich mal Oktopus. Ja, mach das mal Oktopus, genau. Was? Wie, du machst das Oktopus? Mach das Oktopus. Okay. Hier sind so Ventile und die kann ich umlegen. Übrigens ist jetzt etwas, was hell war. Diese zwei langgezogenen Rauten sind jetzt wieder aus bei mir. Vielleicht liegt das an dem Ventil. Das ist quasi wie aus dem ersten Teil, dieses Rätsel, wo du mich durchgelotst hast, bloß ich check hier noch nicht, wo ich hin muss. Wo hab ich dich denn durchgelotst, ey? Oh, da hinten bist du. Ich sehe dich. Oh ja, da bist du ja. Ja, also ich bin im Trockenen und ich habe Sauerstoff. Glaube ich ganz gut, dass es keinen Mittelfinger gibt in dem Spiel, oder? Ja. Das hier immer verschiebt, das checke ich noch nicht so richtig. Was ist denn das jetzt hier schon wieder? Ach, hier war ich gerade schon mal. Wieso kriege ich die Tür nicht Weiß auf? nicht, wie ich dir helfen kann, ey. Kann hier mit nichts helfen. Jetzt habe ich hier ein anderes Vieh. Das hat so einen Vogelkopf, also so mit so einem langen Schnabel, wie so eine Schneckenfühler auf dem Kopf. Ein Schneckenhaus, so einen buschigen Schwanz. Ja, genau. Und da, wenn du da weitergehst, müsste es links irgendwie eine Tür mit einem Rohr geben und rechts müsste eine Türtür sein. Geradeaus müsste irgendwie ein Rohr sein. Da sehe ich ganz viel. Und hinter, wenn du geradeaus gehst und rechts irgendwie, weiß ich, hinter der Tür ist auf jeden Fall irgendwas. Da ist irgendwas Grünes, wird mir angezeigt, weiß ich genau. Irgendwas sieht aus wie dein Helm. Ja. Ich weiß halt nicht, was man damit machen kann, aber wenn du da geradeaus an dem Vieh vorbeigehst, Alle außer müsstest. einem Vieh vorbei. Ja, müsste irgendwann so eine Kreuzung kommen. Links sehe ich dann von dir eine Tür mit einem Rohr. Und rechts sehe ich eine goldene Tür, die mit einem Rohr verbunden ist zu einem Fragezeichen bei mir. Und geradeaus durch ist ein Rohr mit Karo. Und hinter der goldenen Tür rechts müsste irgendwas Gutes sein.
Ja, das Aber. Karo ist ja hier, ein Rohr mit dem Karo, aber ich kann da nichts Kannst du mitmachen. dich, ja, ich habe das auch nicht an, weil ich nicht weiß, wie ich das anmachen kann. Obwohl es leuchtet schon so ein bisschen. Ja, die leuchten alle ein bisschen. Versucht da irgendwie nämlich Energie hinzupumpen. Warte. So. Auch nicht. Und daneben ist halt eine Tür, aber die kann ich nicht da aufmachen. Das geht ja nicht. Dann von da. Versuche halt immer die Rohre hier lang zu gehen. So. Jetzt hast du Karo an. Ich weiß nicht, was das Warte. macht. Guck mal. Ja, ah, jetzt ist die Tür hier auf. Ah, die Tür ist dann auf. Alles klar. Warte, ich schnapp noch Alles mal ein bisschen klar. Sauerstoff. Man muss erstmal checken, was macht hier, ey. Jetzt kann ich durch die Tür. Vor mir ist ein Loch. Da steht, dass ich da runter soll. Na, Ja, mach mal. Geronimo! Jetzt bin ich noch tiefer drin. Na super, ich liebe Unterwasser. Geh mal den Pfeilen nach. Okay. Lass mal So, sagen, wenn was für ein ich. Vieh du siehst. Ja, bis jetzt sehe ich kein Vieh. Ich kann hier nach links. Ach, es gibt so viele Wege. Ich gehe mal den Pfeilen nach. Ja, gut. Oh Gott, das ist ein richtiges Labyrinth hier unten. Geh noch tiefer nach unten. Schön. Okay, was ist das hier? Hier sehe ich ein. Das sieht aus wie eine Krone, nur mit zwei Zacken und in der Mitte so ein Schlitz, wie so ein, für so ein Ritterhelm. Rot. Was nochmal? Was? Was siehst du? Das ist wieder ein Symbol. Das sieht aus wie eine Krone, nur mit zwei Zacken. Und in der Mitte von Ja. der Krone ist so ein Schlitz. So ein Ja. Dreieck. Ja. Es könnte sein, dass es das ist, was ich immer als. So ein Schlitz ist ein Dreieck. Ja, es gibt zwei Sachen, die sind sich ein bisschen ähnlich. Ist das quasi, dass es so ein bisschen aussieht wie so ein Fuchskopf, wie die Ohren oben und dann wie so ein spitz zulaufendes Gesicht unten? Ja, das kann sein, ja. Okay, ja, dann glaube ich, weiß ich, wo du bist. Da müsste irgendwo in der Nähe so ein, ja, halb Vogel, halb Pferd sein mit Hörnern. Da kommt irgendwann, wenn du rumgehst, eine Tür. Aber du kannst auch noch tiefer in ein Loch, glaube ich. Ich bin gleich tot. Oh nein. Ich glaube, du kriegst bestimmt gleich da wieder Luft irgendwo. Aber ich weiß nicht wo. Ich weiß nicht, wie das bei dir funktioniert, da wo das, ob das bei mir eingezeichnet ist und so. Hier habe ich ein Ventil, warte. Mal eben, ob sich hier was getan hat. Ich bräuchte Einfach. Sauerstoff. Hallo, Spiel. War hier schon offen? Komme ich hierher? Ich habe keine Ahnung. Hier schon? Ne, hier war ich noch nicht. Okay. Kannst mit diesem Fuchssymbol nichts machen. Du kannst mir keinen Sauerstoff geben, ne? Ah, ne, ich glaube, ich weiß, welches Symbol du jetzt siehst. Welches Symbol du siehst. Okay, das hat wirklich so wie eine Krone und dann ist das unten aber auch gerade und da fehlt nur so ein Dreieck drin. Okay, das sehe ich jetzt zum ersten Mal. Ich kann nichts machen, außer Rohre verbinden, sonst kann ich hier nichts machen. Kannst du irgendwie das verbinden, dass das da hinkommt? Weil ich. Ja, ich versuch's gerade. Ja. Ich muss hier Treppen hoch und Treppen runter. Ah, nee, ich kann auch runterspringen. Okay, das ist neu. Oh. Jetzt? Oh, ja, das war Oh, aber Gott in sei Dank. allerletzter Sekunde. Oh, Gott sei Dank. Okay, ich Das war habe jetzt schnell. Sauerstoff hier. Okay. Gut, dann gehe ich mal wieder zurück zu denen. Ja, ich sehe nämlich nie, wenn die Gitter hier fallen. Und da muss ich erstmal checken, okay, wo war ich jetzt hier schon und wo Ja, ist neu? das ist gut. Die nächste Tür ist auf. Jetzt folge ich wieder dem Pfeil und sag dir gleich wieder, was für ein Tier ich sehe. Das ist ein schöner leuchtender Fisch. Ich sehe wieder so einen Ziegenkopf mit Flügeln und einem langen Schwanz, der nach unten geht. Ja, hat der hinten so Pferdebeine und vorne so Straußenbeine? Ja, Also so genau. Ja, vom, okay, passt ja. ja.
Ja, ich glaube, ich weiß, in welcher Map du bist. Okay, Da wenn du müsste da. eigentlich irgendwo ein Loch sein nach unten und eine Tür. Das müsste das jetzt sein, Das kann glaube sein, aber ich. kannst du hier noch Sauerstoff hinlegen? Ja, zum Fuchskopf. Ich versuche mein Bestes. Wo ist denn der Fuchskopf bei mir überhaupt? Da ist der Fuchskopf, okay. So. Dann geht das da lang. Dann da lang. Dann da lang. Ich weiß nicht, von wo die Energie kommt. So. Halt nicht. Von wo die Energie käme. Warte. So. Kommt da jetzt was? Ja. Ach gut. Warte, ich gehe mal kurz hier dran, dann öffne ich die Tür. Es geht auch noch nach unten. Ich muss nach unten wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich, ich weiß es leider auch nicht, aber. Okay, ich öffne aber jetzt kurz noch mal die Tür, weil da Genau, da nämlich ist dann immer bestimmt irgendwas Sauer. Gutes. Da geht nämlich immer Sauerstoff flöten, dann kann ich nämlich gleich neu auftanken. Einmal hier ran, interagieren. Hier war ich. Hier ist noch dicht. Da ist Wieder offen. Sauerstoff holen. Da ist offen. Eh offen. Okay. Fehlt auch eigentlich nur noch ein Tor, was du aufmachen musst. Von Ja. daher sieht's gut aus.